Bei Daniel trifft Wiener Tradition auf Moderne. Unsere Gäste kommen wegen der Qualität unserer Speisen zu uns. Das hipste Beisel der Donaustadt. Doch kann man hier gut essen? Viel zu viel Salz. Ich hoffe, der Alex ist verliebt. Eine unglückliche Liebe. Schmeckt ranzig. Bumm, ja. Ranziges Öl. Ah! Ja, servus und küsst die Hand zu Tag 4 der großen Lokalschlacht in der österreichischen Hauptstadt, dem schönen Wien. Mit sensationellen 38 Zählern herrscht Christian über die Wiener, aber Daniel plant den Thronsturz. Im überaus schnieken 19. Bezirk am Rande des Wiener Waldes zieht es unseren Profi Mike Süßer zum Mozart und Meisel. So, ihr Lieben, wir haben Donnerstag und jetzt geht's zu dem lieben Daniel. Der hat richtig was auf dem Kasten, würde ich jetzt mal sagen. Das ist so ein bisschen rausgekommen. Cooler Typ. Und jetzt kommt's. Sein Lokal heißt Mozart und Meisel. Ja, Mozart, okay, das sagt uns allen was. Denkt man, ah, Mozart, Mozartstadt, ist es nicht, aber trotzdem gehoben. Und dann kommt das Meisel. Wofür steht das? In der Rindfleischküche ist das das falsche Filet. Jetzt nehme ich an, macht dieser coole Typ klassische wienerische Rindfleischküche? Fände ich richtig cool. Würde auch gut hierher passen. Das ist so ein bisschen die Villengegend, 19. Bezirk. Insider sagen, ein bisschen schickimicki. Ich find's gut, da kann man vielleicht ein bisschen Geld verlangen. Da gehen wir jetzt hin. Der Lokalchef namens Daniel sieht so aus und hat seine 200 Quadratmeter fest im Griff. Beschreib deinen Laden doch mal, Daniel. Das Mozartmeisel ist ein modernes Wiener Beisel. Siehst du, jetzt ist das Wort Beisel schon wieder gefallen. Ne? Das hatten wir ja schon mal die Tage. Und jetzt haben wir es eh wieder. Also das ist so eine typische, ja, ich, in Norddeutschland hätte ich gesagt Kneipe. So eine ursprungstypische Bierkneipe. Das bedeutet, wir haben vom Wiener Schnitzel über das Beef Tartar, Filetsteak, aber auch klassisch Cheeseburger, für jeden was dabei. Und sind dafür bekannt, dass jeder bei uns herzlich willkommen ist. Und weswegen kommen die Leute zu euch? Unsere Gäste kommen wahrscheinlich wegen der Qualität unserer Speisen zu uns. Mein Geschäftspartner, der Alex, ist ein begnadeter Koch. Da ist er, der Alex. Und weiß, was er macht. Das wissen unsere Gäste sich auch zu schätzen. Daniels Masterplan für den Profi steht. Der Mike bekommt gleich unser berühmtes Beef Tartar. Ist genauso alt wie das Lokal. Und damit werden wir uns heute die 10 Punkte holen, oder? Das schaut mal richtig nett und einladend aus. Es könnte was Altwienerisches sein. Schauen wir mal. Hereinspaziert. Servus, meine Herren. Daniel. Gott, du hier, welch Zufall. So, und du? Der Chefkoch, oder? Chefkoch, ja. Okay. Ist der Alex mein Geschäftspartner? Ah, ihr macht das zu zweit. Genau, genau. Er ist verantwortlich für alles, was die Speisen betrifft. Ich kümmere mich um das Flüssige hier. Das fängt ja gut an. Apropos flüssig, ich mach mal mein Bier auch fertig. Okay, und dann? Und wir sehen uns in der Küche, oder? Lustiges Team, oder? Das ist ja echt der Knaller, ne? Er trinkt schon Spritzerle, also die weltberühmte Weißweinschorle, heißt in Österreich weißer Spritzer. Ne? Ganz lässig, jo, chill mal eine Runde. Mein Sohn wird sagen, ey Papa, chill mal, ne? Der Partner geht mit dem Bierchen zurück in die Küche. Oh, wir sehen uns ja gleich, ne? Man kann hier einfach auf ein gemütliches Bier kommen, man kann auf einen geilen Cocktail kommen, man kann auf gutes Essen kommen, oder? Genau. Das sind doch also Bars, Kneipen, Restaurants, das sind Lokale, die sucht man doch. Der Boden knarrt. Das muss sein. Also ein bisschen, es soll auch nicht zu viel verändert werden, weil das gehört einfach dazu. Also, das ist ja auch hier, die Einrichtung ist wirklich teilweise 31 Jahre alt. Also diese Tische hier, die Sesseln, das ist original tonet. Noch sie ist das auch so abgenutzt. Hat uns auch jeder Restaurateur abgeraten, die irgendwie neu zu lackieren, weil sie gesagt haben, dann verlieren sie einfach den Wert und den Charme. Diese Tische hier sind wirklich, du hörst das auch ein bisschen, das muss einfach sein. Das gehört zum Mozart und Meisel dazu. Ich finde es super. Wenn ich nach Wien komme, dann will ich doch unikative, originale Läden haben, in der ich Zeit verbringe. Chefkoch Alex verbringt hier die meiste Zeit. So,
Jetzt bei dir, oder? Hey. Und hat's Bierchen geschmeckt? Immer. Ja, das finde ich auch geil. Das ist auch immer ganz cool, nur schnell ein Bierchen trinken. Ne? Naja, ohne Sprit fährt das Wagen nicht. Genau. Ohne Sprit fährt der Wagen nicht, heißt das. Sag ich auch immer. Ohne Öl funktioniert der Motor nicht. Ne? So, was machst du eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was ich bekomme. Beef Tartar werde ich mal vorbereiten. Wirklich? Ein Klassiker. Eine Vorspeise mir als Signature zu geben, das finde ich auch geil. Ein Klassiker, Tartar als Vorspeise, als Hauptgang kann ich es auch essen, wenn ich ehrlich bin. Aber logisch, isst man gerne vorab. Schritt 1. Das Filet behutsam mit dem Messer zerkleinern. Ein schönes Rindsfilet, zugeputzt sieht man, ne? Ist das denn so, dass das auch immer mit der Hand gehackt wird bei dir? Es wird immer mit der Hand gehackt. Also richtig so, wie man es gelernt hat, ne? So ist es. Schön. Dann ist die Struktur nämlich anders. Durch einen Fleischwolf, also wir sagen in Österreich faschieren, ne? Dann wird das so schwammig, so breiig eher, ne? Kann man auch mal machen, über die grobere Scheibe ist mein Tipp dann, ne? Aber mit der Hand ist schon ganz anders, ne? Oder? Ja, die Leute sind es bei uns gewohnt und es schmeckt einfach besser. Ich finde, es hat einfach mehr Struktur. Okay, also ich hack das hier klein, ne? Bitte darum. Alles gut hier? Aha, okay, schau. Ich bin behilflich, Sand. Oi weh. Das ist geil. Ihr habt alle einen Drink in der Hand, ne, Jungs, oder? Ist das auch was trinken? Ja, also, ja, das ist Vorschrift in Wien. Das ist, damit der Koch in der Küche nicht dehydriert. Ja, ja. Das Also, ganz ehrlich, ich lebe jetzt 19 Jahre in Österreich, ja, und habe eine Wohnung in Wien. Das ist keine Vorschrift. Also, das möchte ich kurz mal sagen. Aber es ist cool. Und man kann locker mal vormittags auch mal mit dem Spritzer irgendwo stehen. Man kriegt keinen über die Birne. Ne? Keiner sagt, oh, das geht ja jetzt gar nicht. Damit hat er schon recht. Hilfst uns ein bisschen? Ja, ja, genau. Wunderbar. Wir sind am Abend ausreserviert, also da kannst du gleich ein bisschen mehr. Ja, ja, und raus. Und frech werden geht gar nicht. Ist ja immer so? Immer. Ja, der Herr Geschäftspartner, oder? Ja. Alex, blamier uns nicht. Ich komme wieder. Ich gebe mir Mühe. Also, Gurke kapern und du machst das in der Maschine. Genau, die hau ich einfach alles da rein. Die Essiggurken und Kapern nun im Mixer zerhäckseln, dann einen guten Spritzer Ketchup hinzugeben. Also, es schaut ein bisschen brutal aus. Wenn ich ehrlich bin, so große Ketchup, große Senf. Man könnte jetzt aber auch sagen, Süßer, ich kann nicht hier einen kleinen Pupi-Pupi-Portion machen. Bei mir marschiert was durch. Ne? Du machst dir, jetzt langsam kapiere ich es gerade, deswegen auch die Menge, du machst dir eigentlich so eine Grundwürzung fürs Tartar fertig, hast das in der Kühlung, wenn ein Tartar kommt, nimmst dein Filet und die Portion, die gebraucht wird, hackst du. Und hier brauchst du nur Pups machen. So ist es. Logisch. Gut für zu Hause, ne? Kann man sich mal merken. Jetzt könnte ich sagen, nimm doch einen Dijon-Senf, nimm doch einen ungesüßten Ketchup etc. Und der wird zu mir sagen, Prost. Paprikapulver, Zwiebeln und Eigelb gesellen sich zum Hack. Dann formt Alex neckische Nocken, klemmt sie auf die Schieferplatte, legt Gewürze an den Rand und fertig. Die Mischung von der Karte finde ich total witzig. Ne? Also Fleischleibchen, Frikadellchen, Ei. Sagt der Deutsche dann, ne? Komm ruhig her. Wir bleiben bei Fleischleibchen. Ja, okay, aber auch gebackenen Spargel, du hast Spargel-Tagliatelle. Dann gibt es wiederum Burger. Also da muss man schon für alle Leute ein bisschen was anbieten, oder wie muss ich mir das vorstellen? Auf jeden Fall. Ich bin jetzt auch halt einfach auch mal die Fresse, ne? Ganz ehrlich. Gestern habe ich auch gedacht, ach, geiler Burger, geile Idee. Und dann gibt es einen Raketenstart, ne? Weißt du, das ist ja gestern katapultartig losgegangen, ne? Das fängt schon wieder so an, ne? Wo ich denke, nur mit dem Tartar. Gestern habe ich gedacht, nur mit dem Burger. Weißt du, und dann schnalzen die nachher einen raus, ne? Probiere ich jetzt mal direkt. Ist das Tartar für eine Überraschung gut? Sonst bin ich gespannt. Der Spitzenkoch lässt sich Zeit mit seinem Urteil. Genügt Alex einfache Hackmischung den Ansprüchen unseres Profis? Und Tartar ist tatsächlich, so einfach wie es ist, ist es manchmal einfach echt schlecht. Oha, und wie ist es im Mozart und Meisel? Das ist gut. Es ist einfach, ja, es ist so. Ich weiß auch nicht, du verstehst, wie ich das einordne, oder? Ich weiß nicht, wieso manche das nicht hinbekommen. Aber zuerst mal ist immer ordentlich das Gesicht eingefroren, ne? Hast gesehen? Ja, ja. Nee, ist gut. Ich finde aber auch, es bedarf einfach keiner Spielerei beim Tartar. Du brauchst hier keine anderen Gewürze. Du brauchst hier, es ist, so mache ich mein Tartar. Man kann das alles noch ein bisschen filigraner vielleicht machen. Man denkt, jetzt holt er da diese riesen Tube Ketchup raus, drückt da drauf. Ne? Da kommst du ja vor wie im Fastfood-Restaurant. Ne? Ne? Dann kommt die Senftube. Weißt du, andere nehmen Glas und machen so filigran. Ne? Hier, Alex.
ne? Oh, und nehmen ein Bierchen und dann kommt so ein geiles Ergebnis raus. Die wissen, was sie machen. Und mir schmeckt es richtig gut. Ich finde es auch mega mutig, mir ein Tartar zu machen. Es ist immerhin, habe ich 10 Punkte im Gepäck. Ne? Das finde ich, das ist schon wieder so, dass ich da schon wieder so grinse drüber, über diese leichte Frechheit, aber eben nette Frechheit. Weißt, hätte ja sein können, dass du sagst, Tata mache ich nicht. Ist ja viel zu einfach. Nein, ihr sagt, Alter, das ist der Burner, das ist der Renner hier, der marschiert. Und den machen wir, dem Süßer. Finde ich schon geil. Also ich denke, dem Mike hat es geschmeckt. Das Feedback war sehr positiv. Wir sind gespannt auf seine Punkte, aber prinzipiell... Der Klassiker sind 10 Punkte wert. 10 Punkte will er haben, ne? Schauen wir mal. Warte mal, ich schaue ja noch ein bisschen zu, was da heute noch so passiert. Gell? Mikes Fazit... So, ihr Lieben, ich sage euch was. So stelle ich mir so ein richtiges Wiener Beisel vor. Und zwar, was Geschichte erzählen kann, wo der Boden knarrt, die Eckdaten passen super. Und er, der Daniel, ist ein waschechter Wiener. Ne? Ist ein bisschen frech, ein bisschen dreist, so ein bisschen von oben runter. Aber nicht böse, das ist einfach eine coole Type. Ja? Und er nimmt das alles ziemlich locker. Da liegt die Gefahr heute im Wettkampf, nicht, dass da irgendwas in die Hose geht. Sein Mann in der Küche, Alex, der ist dafür umso aufgeregter. Ne? Also, die müssen einfach noch mal die Nerven zusammenreißen. Und dann sollen sie heute richtig kochen und rocken. Und die Geschichte, was dieser Laden zu erzählen hat, müssen sie einfach heute Abend auch ein bisschen kundtun. Ich habe ein tolles Tartar gehabt. Könnte man natürlich eine moderne anrichten. Ne? Aber passt das dann noch hierher? Für mich top. Also, ciao. Fiat Mike.